Ja, hallihallo, ich bin der Gentleman und begrüße euch auf Cloudplay. 3D-Shooter auf den Amiga, gibt's denn sowas? Scheinbar schon, denn bei Endstream ist AMV 3D für den Amiga aufgepoppt und das gucken wir uns jetzt mal an. So, vorhin habe ich aber Tonprobleme, habe ich mich falschen Stecker reingemacht. Deswegen habe ich schon mal gestartet. Das Spiel an sich habe ich aber noch nie gespielt. So. Ja, Ton ist jetzt da. Sehr schön und klingt ziemlich cool. Okay. Was gibt's hier denn für Dinger? Okay. Ja, Maus. Kann das Ding mit Maus und Tastatur spielen? Das probieren wir nachher auch mal aus. So, aber erstmal haben wir es mit dem Controller. Ich muss leider mal kurz Pause machen. Es klingelt. Juhu! Auf und Text weiter. Okay, machen wir auf mein Menü und dann werden wir mal starten. Der Amiga-Sound, der scheppert echt richtig gut. So, gucken wir mal, was gibt es denn hier noch? Hier gibt es Player One. Gleich mal Start Game. So, uju. Okay. Ja gut, Amiga hatte jetzt natürlich nicht die Monsterleistung 3D-technisch. Aber irgendwie so pro Pixel-Look. Es steuert sich wirklich ganz gut mit dem Controller. Muss ich sagen. Oh, was ist das hier? Ist hier irgendwo was? Ne. So. Oh, die Soundkulisse ist cool. Ah, okay, da ist. Oh, ziemlich geil. Die Steuerung übrigens auf modernen Shooter umgesetzt. Endstream, richtig gute Belegung der Tasten, muss ich sagen. Toll. Ah, das war vorhin auch eine Tür. Oder oh, muss nochmal zurück. Dann ist das ja eine Tür. Ah, da komme ich aber wahrscheinlich am Anfang raus, ne? Okay. Egal. So. Blau muss wahrscheinlich grün werden hier. Könnte mich mal hier durchlassen. Ich war doch gerade schon da durch. Jetzt so. So. Yes. Gelb. Oh, können wir das auf? Nein. Okay. Hoch runter gucken geht nicht. Das sieht man auch hier so. Das sind eigentlich 2D-Sprites. Aber klar, ist ja logisch, ist ja der Amiga. Aber echt gut gemacht. Auf jeden Fall Doom-Vibes hier. Was ist da oben? Kann ich das drücken oder so? Ja. Oh, habe ich zu viel gedrückt. Habe ich das aufgemacht? Ja. Ah, okay. Ich hatte ja eine gelbe Tür. Komme ich jetzt durch? Ja, wunderbar. So. Uah. Komm her. Das ist das Wasser und eine Sp kann da reinspringen. Okay. Dann sollte man nicht zu nahe kommen. Okay, Tür auf. Los. Jetzt haben wir die nächste Karte eingesammelt.
Das ist ja mies hier. Aber gut. So, okay. Hier kommt man jetzt nicht weiter, glaube ich. Ne. Kann ich springen? Ne. Ah, ich kann nach unten und. Kann ich springen? Ne, kann ich nicht. Oh. Ah, okay. Virtuelle Tastatur, wenn ich den rechten Stick eindrücke. Ziemlich gut. Okay. So, aber hilft mir jetzt gerade nicht. Was hat mir das dann eigentlich gebracht? Ach so, ich habe ja noch was Neues eingesammelt. Vielleicht kriegen wir noch eine andere Tür auf. Ist das hier, ist das eine Art? Das könnte vielleicht von einem Fahrstuhl oder so sein. Naja, wer weiß. So, blau. Habe ich blau eingesammelt? Ja, blau habe ich. Unten gibt es ja die. Okay. Jetzt war ein bisschen schwierig, hier durchzukommen. Oder kann ich das erst kaputt schießen? Ja, war nicht so gut. Na gut. Ah, schöner Soundeffekt. So, und bald habe ich ein paar Munitionsprobleme, blöderweise. Ah, ja, kriegen wir schnell hin. Oh oh. Ein Nahkampfangriff. Nö, ich brauche Munition. Okay. Da hinten. Okay. Rot habe ich noch nicht. Also Steuerung erstaunlich gut. Und man vergisst relativ. Oh. Oh fuck, ich muss weg. Ja, ich brauche Muni. Wo bist du? Boah, wo bist du? Von wo schießt er? Da oben. Von wo schießt denn der? Da. Scheiße, keine Munition mehr. Okay. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee gewesen. Also, da hat es mich dahin gerafft. Überzeugender erster Eindruck. Man vergisst relativ schnell, dass man ja so eine Pixelhaufen vor sich hat, eigentlich, in Anführungsstrichen, weil es wirklich gut gemacht ist. So, jetzt probieren wir das Ganze mal mit Maustastatur. Das ist ja cool, dass man das kann. Okay. Oh ne, das ist. Ja, so, ne. Okay. Ich bin ja mal gespannt, wie das hier mit Maus und Tastatur abläuft. Aber das funktioniert nicht so richtig. Aber wo, da stand auch Maus. Oh ja, das ist blöd. Ja, das ist wieder doof umgesetzt. Weil das Spiel hat Maussteuerung und. Oh, warum habe ich jetzt hier Twift ohne Ende? Nein, ich will kein Twift. Ich war's nicht. Was ist denn das? Okay, so viel zum Thema. Am Controller liegt es auch nicht. Okay, das. Warte mal. Ja, toll. Ja, schade. Warum zum Henker? Ach so, ich drehe so, weil ich. Jetzt muss ich das wahrscheinlich wieder in die Mitte machen. Und dann drehe ich nicht mehr, ne? Ja, das ist blöd. Endstream leider nur halb gedacht. Ja, wenn ich eine Mausunterstützung von dem Spiel habe, dann wäre das doch auch cool, wenn ich die Maus auch wirklich einsetzen könnte. Ich wüsste zumindest nicht. Aber mit dem Start-Button schieße ich. Auch nicht schlecht.
wie ich das da irgendwie reinbringe. Ja, schade. Ja, richtig schade. Ja, ich hätte gerne das mal mit Maus und Tastatur gespielt. Endstream, also hier müsst ihr noch ein bisschen nachbessern. Sonst ist das wunderbar. Also wie sich das hier steuert, ist saugut. Also die Gamepad-Steuerung ist richtig gut gemacht. Hat schon, also es ist modern überarbeitet, was eigentlich ziemlich cool ist. Hehehe, diesmal habe ich dich. So, wir müssen aber Munition sparen beim fürs nächste Mal hier. So. Ja, wie gesagt, das ist AMV 3D. Eine 3D-Version des AMV Franchise. Kannte ich noch nicht, muss ich sagen. Gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Gelb haben wir noch nicht. Was war hier drin, ne? Aber das Spielprinzip ist ähnlich hier. Doom. Schlüsselkarten finden, Weg suchen, weiter. Aber das funktioniert ja wunderbar. So, was haben wir denn hier? Ist da irgendwas? Kann man das. Nee. Achso, nee, warte, die Tür muss man hier aufmachen. Genau. Haben wir nicht die gelbe Schlüsselkarte? Die hatten wir ja vorhin schon. So, wir machen also ja noch einen Versuch. Diesmal wissen wir ja, hier unten. Oh, den kann man kaputt machen. Okay, irgendwas habe ich eingesammelt. Und den jetzt hier unten, wie komme ich wieder raus? Okay, so. Habe ich jetzt hier eigentlich eine neue Waffe oder sowas? So. Nee. Das ist Schießen. Ah, doch, hier. Ah. Cool. Da unten war eine Shotgun. Die probieren wir jetzt übrigens gleich mal aus. Da war die blaue. Kaputt. Oh. Ja. Super. Gefällt mir. Shotgun ist nett. So. Okay. Ein bisschen länger drauf drücken. Um die Waffe zu wechseln. Aber das passt schon. So. Blau. 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 Hat man doch auch irgendwo. Hier hinten. Sonst könnte man sich eigentlich mal wieder ein bisschen. Ne. Oh, jetzt können wir doch meinen Navigationssinn. Der nicht vorhandene. Ja. Achso, ne, hier war's. Gut, manchmal auch ein bisschen schwieriger zu sehen, aber geht schon. So. Jetzt machen wir uns gleich mal die Muni hier hinten. Also, ich muss sagen, stört überhaupt nicht, dass man so einen kleinen Ausschnitt hat. Das kommt eigentlich ganz gut. Es läuft auch recht flott. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt hier so ein bisschen Dia-Show haben. Aber haben wir nicht. So, wo bist du? So, diesmal haben wir alle erledigt hier. So, den nehmen wir auch mit. Oder so, wenig Lebensenergie. Shitty. Naja, gut. So. Okay.
Bist du da? Ah, die rote Schlüsselkarte. Sehr gut. Blau. Ach, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ah, okay, clever. Ne, da kann ich nochmal Munition. Die geht echt ab, ey. So. Ja, aber wo lang? Ah, da. Okay. Hua. Yes. Muss schon sagen, die Shotgun, die fühlt sich schon ganz schön mächtig an. So, oder? Exit. Yes. So. Musik ziemlich gut. Okay, Level 2. Ja, cool. Passwort ist da, also Passwortsystem, das ist schon mal cool. Gut, braucht man jetzt bei Endstream nicht, da kann man ja speichern, was ich auch machen werde, weil ich glaube, das kann man durchaus mal weiterspielen. Also ich muss sagen, gefällt mir gut. Die Tastatursteuerung ist leider ziemlich broken. Ja, man kann es natürlich ohne Maus mit Tastatur spielen, aber ich muss sagen, dass das ist mir dann ein bisschen zu klassisch. Mit Maus wäre cool, aber naja. Mit dem Controller ist die Steuerung, muss ich sagen, perfekt umgesetzt. Wunderbar. Es spielt sich wie ein moderner Shooter. Also wunderbar. Da Endstream, richtig gute Arbeit hier, muss ich sagen. Also Respekt und absolute Anerkennung. AMP 3D. Kann man es spielen? Ja, wer es schafft, sich in diese Welt und sagen wir mal in diesen Pixel-Look versinken zu lassen, sieht auch ziemlich schnell die coolere Optik. Also, es hat eigentlich eine ganz geile Optik. Das wirkt, also, das funktioniert immer noch, muss ich sagen. Also, schönes Spiel. Guckt da mal rein und schreibt mir mal, wie ihr es gefunden habt. Ich würde sagen, 3D-Shooter auf dem Amiga. Für mich funktioniert's. Also bis zum nächsten Mal, euer Game Demon. Tschüss.